Alright. Okay. Yo, yo Leute, was geht ab? Sind da der Kiki, ihr wisst schon, Markus Zimmermann, unsere Kampagne Stop Alkohol, Start Fitness. Heute Abend auf RTL 2. Gebt euch. Killer! Jo Leute, Silla der Killer hier in der Goethestraße in Frankfurt. Silla, wie viel Millionen hast du eigentlich schon ausgegeben jetzt? Oder hast du noch gar nichts gekauft? Heute hier? Ja. Nee, nix, weil diese ganzen Markenklamotten, diese ganzen High-Fashion-Sachen passen mir einfach nicht. Ich bin einfach schultermäßig zu breit aufgestellt. Ja, das ist natürlich... Das vierte Kleidungsstück, das hier anprobiert wird, wofür er einfach zu breit ist. Leider nichts. Ja, scheiße. Dior. Von feiner Zuhörer. Du Ernst, Dior. So. Dior ist eher was für die Frauenfraktion, glaube ich. Aber hübsche Models auf jeden Fall. So, weiter geht's. Jetzt geht's hier hoch. Da hoch. 55 Stockwerk. Ist cool. Gucken wir uns die Sachen an. So, wir sind gerade hier am Main Tower angekommen. So, und jetzt warten wir noch auf die Edith und dann fahren wir mit dem engen Aufzug hoch, der jederzeit stecken bleiben kann. So, die Edith ist jetzt auch dabei. Das Kamerateam ist dabei. Silla ist dabei. Alle sind dabei. Silla, der hat gestern Beine trainiert und muss jetzt die Beinpresse testen. Das war schon eine Scheiße. Ja, und den ganzen Tag durch Frankfurt laufen. Das Studio ist der absolute Hammer. Ey, guck doch mal. Guck mal. Hammer. Das ist das. Das ist das Studio, das ich je gesehen habe. Wirklich. Markus gekommen hier, das ist absolute Brain hier von uns auf jeden Fall. Ich bin Pinky, er ist Brain. So, wie war's? Hey, super, unglaublich. Ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen erprobt. Ich weiß noch, bei meinem ersten Fernsehinterview, da wusste ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Aber jetzt mittlerweile alles entspannt, würde ich mal sagen. Ne? Wo ist hier? Stop Alkohol, Uso. Stop Wasser. Oh, geil, Uso. War gut, oder? War gut, ja. Ne? Silla wird gerade interviewt, gleich bin ich dran, ich bin schon tierisch aufgeregt, aber im Fitnessstudio, der Dreh, der war schon ganz gut. Jetzt will der Silla unbedingt nochmal in die Goethestraße gleich, zu Gucci, ja. Und da gehen wir natürlich nochmal mit und ja, ansonsten gibt es nichts zu sagen. Es ist wie immer richtig cool hier oben auf der Main Tower Plattform, richtig cool, und das Fitnessstudio unten war auch der Hammer, aber ist ohne, guck mal der Blick bitte, bitte, ist doch, das ist ja unfassbar. Wirklich der absolute Knaller. Und ja, wir drehen hier für Stop Alkohol, Start Fitness. Wir haben vorhin ein Interview gemacht im Maredo. Und ja, jetzt geht es halt hier mit RTL weiter. Jetzt machen wir gleich am Flughafen noch ein bisschen was, sammeln noch ein bisschen Material, auch für die Kampagne. Und ja, bis jetzt ist alles echt gut gelaufen. Und ich freue mich. Ich bin richtig gut gelaunt. Hier, Stop Alkohol, Start Fitness vom Main Tower, Silla, KLD, Bizeps. Edith. Silla, Post für die Kamera. Was? Post für die Kamera. Posing auf dem Main Tower. Einen wunderschönen Background. Mach
mache die Kampagne mit Sinner zusammen, Stop Alkohol, Start Fitness. Im wahren Leben bin ich kein Rapper, ich bin im Online-Marketing-Bereich tätig und habe halt mehrere Projekte herlaufen, wo ich auch so wie hier und der Kampagne kreativ sein kann, wo es was mit Medien zu tun hat, mit Film, Musik, Bild, Ton, das finde ich geil. Jo, jo, Leute, was gedacht? Markus Zimmermann hatte gerade hier eine wunderbare Idee und zwar Stop Alkohol. Unwetter, Stop Alkohol, Start Sonne hier, Fitness, Start Fitness. So sieht's nämlich aus. Zilla der Kücke. Yes. Frankfurt, Zilla der Killer verabschiedet sich. Stop Alkohol, Start Fitness. Kücke, Killer. Bye, bye.